Entering Battery. Okidoki. 54 Gegner, nur 3 Secrets. Das ist jetzt natürlich ein starker Kontrast, aber muss ja nichts heißen, ne? Hin und wieder ist weniger mehr. Also vom Ding her gefällt mir auf jeden Fall schon mal das generelle Design. So, die Optik zumindest. Ja, das war klar. Sehr schön. Hallo Mankubus. Oh, fuck. Na schön. Au. Oh, fuck. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der noch mal... Yep, die Rockets explodierten in meinem Face. Aber so richtig. Was hat dies geöffnet? Das hier nur? Oder bleibt das offen? Ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass wir eingesperrt waren und ich es einfach nur nicht wusste. Durchaus möglich. Zugegeben, bei der Map finde ich es beinahe schon ein bisschen schade, dass ich die nicht mit Pistolenstart gespielt habe, weil ich glaube, das wäre tatsächlich eine coole Herausforderung bei der Map gewesen. Wenn ich ehrlich sein soll. Die Map hat tatsächlich sehr starke, gut designed Vibes. Zack, 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 zack. Oh lol. Aber eigentlich, ja doch, warum nicht, ne? Ganz so offensichtlich ist es auch nicht, dass da hinten was ist. Oh je. Hallo. Really? Aber dankeschön. I take it. Das zweite Secret. Das macht nur irgendwas auf. Und das öffnet das hier. Okay. Da werden wir die blaue brauchen. Nichts? Okay. Ja, es war klar. Ich war schon ready darauf, dass irgendwas kommen würde. So, komm, ich baller ich mal ein bisschen mit der Chain Gun weg. Die ist schön voll. Okay, mehr haben wir hier nicht erstmal. Dann rennen wir mal Richtung blaue Tür. Ja gut, komm. Machen wir es uns mal ein bisschen schneller vor allem. Au! Die hat auf einmal mein Face erwischt. Die kam auf einmal
aus nichts die Attacke. Mhm. Lol. Ja, ja. Oh no. Wieso ist hier eine Unsichtbarkeit? Ich habe Angst. Was wird auf mich warten? Naja. Lol. Okay, also wir haben hier das Exit und so, aber wieso geht die Tür nicht auf? Vor allem, wir haben da hinten noch eine blaue Tür, die ich mir jetzt anschauen werde, weil ich will natürlich wissen, was sich da befindet. Aha, das ist nämlich für die aufgepasst haben. Ist da noch ein kleines Secret. Aber gut, dann zack. Ja, also ich muss sagen, das war eine wirklich sehr gute Map. Die, ne, war eigentlich durchweg cool designt, nicht allzu lang natürlich, aber dafür fühlten sich die Encounters sehr durchdacht an und das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Also ja, bisher definitiv eine der besseren Maps. Ja, finde ich gut. Aber ja, würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.